Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu MU Legend hier bei Explore IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und wie du meiner Stimme entnehmen kannst, ich glaube, die Grippe kommt wieder. Naja, ist noch gar nicht so lange her, dass ich die letzte hatte, aber na gut. Wir ziehen das hier trotzdem durch. Kann ja nur besser werden als Stimme. So, Loot haben wir gekriegt in der letzten Folge. Aber nichts, was wir brauchen können. Pfefferkuchen, Mann. In 5 Sekunden wieder her. Aha. Gut, ich wollte mal eben die Heiltränke austauschen. Wir haben hier nämlich die noch für Level 30 drin. Wir sind ja mittlerweile Level 50. Haben wir denn da schon was für Level 40 zum Beispiel? Heiliger. Groß. Ohne Levelanzeige. Ist auch sehr... sehr schlau. Heiliger normal. Edler. Hier haben wir Level 40. Okay. Nehmen wir die erstmal. Level 30, die können wir dann verkloppen. Level 50. Level 60. Okay. Gut, wir sind in der Königsgruft. Letzte Folge angekommen in den Valkreiger-Ruinen. So heißt das Questgebiet. Und wir machen den letzten Dungeon, beziehungsweise die Hauptquest. Und es gibt ein Bossmonster. Töte den erwachten Kaiser. Wir haben auch jetzt nur noch ein Herz, um uns wieder zu leben, falls der uns ins ewige Nirvana kloppt. Erstmal ein bisschen abchecken, was der gute Mann kann. Das ist wahrscheinlich eine Sache, wo wir raus sollten. Was macht er jetzt? Kaiser am Boden. Okay, das können wir ja schon. Okay, warum hat er... Yeah. Wir hitten immer mal... und machen die Mücke. Bis jetzt. Jetzt macht er wieder seinen Boden gedönt. Entschuldigung. Okay. Das war gemein. Das sollten wir. Die Mücke machen. Öse. Bis jetzt geht's. Also wenn da keine... Noch alles easy going. Boah. Ja gut, der war jetzt recht einfach. Okay, können die Hauptquest abgeben. Muren. Muren? Nein. Muren? Abbrechen, nein. Abbrechen, ich will mit ihm reden. Ihr habt euch alleine um den Kaiser gekümmert. Ich war nicht zu spät. Ihr wart ungeduldig. Ich weiß, ich hätte seine Gemächer nicht betreten können, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich danke euch. Sehr schön. Cannot find target. Wit? So, ich verstehe immer noch nicht, aus welchem Grund die Mission die Wiedergänger von Valkreiger erweckt hat. Vielleicht um die Devias loszuwerden und an die Valkreiger-Ruinen zu kommen. Ich habe nicht einen einzigen Missionar in der Gegend gesehen. Nachdem sie die Wiedergänger mit ihrer schwarzen Magie erweckt haben, sind sie sofort verschwunden. Hätten sie ein Interesse an diesem Ort, wären sie aufgetaucht und hätten angegriffen. Schweigen.
Was, wenn die Wiedergänger nur eine Ablenkung waren, um euch hier zu beschäftigen, während die Mission anderswo ihre Pläne verfolgte? Das wäre möglich. Vielleicht hat die Mission Wongpang auf dem Diebstahl des Pektra-Stabes angesetzt. Was auch immer sie damit vorhat. Und sie hätte Zeit benötigt, um euch, mich und Shaisong aus dem Weg zu gehen. Ihr Plan ist aufgegangen. Wir waren derart mit den Wiedergängern beschäftigt, dass wir den Pektra-Stab vollkommen vergessen haben. Wongpang muss den Stab für die dunkle Mission gestohlen haben. Die Valkyrie-Ruinen führen nur zu einem einzigen Ort, den Scharlach-Hügeln. Dort muss die Mission sein. Ich werde dorthin gehen. Es bleiben nur noch 4 Tage, bis Kanturos Ultimatum abläuft. Die Mission scheint zu haben, die Revenants als Distraktion benutzt, damit sie experimentieren mit dem gestohlenen Pektra. Gut. Dann gucken wir mal eben. Was wir denn bekommen haben. Der ist nicht besser. Aber wir kriegen einen neuen Zweihandknüppel. Schild brauchen wir nicht und wir haben ein Würfeli. Elixier, Angriffgeschwindigkeit. Okay, vielen Dank. Gut, dann gehen wir jetzt draußen die nächste Quest ab. Und ich denke, dann müssen wir erstmal wieder in die City, oder? Calvin, die Seele meines Bruders war bereits verdorben. Das kann nicht sein. Ah, mein armer kleiner Bruder. Ruhe in Frieden. Jo. Wo sollen wir die denn hier abgeben? Sammle Erkennungsmark in Valkyrie Königsgruft und bring sie zu Hoffmann. Where is Hoffmann? Okay, wir müssen Hauptquartier der Devias Armee. Da können wir aber porten. Bitte begeben Sie sich dorthin. So, hier nehmt diese Erkennungsmarken von den lorenzianischen Soldaten in der königlichen Gruft. Ich danke euch, ihr habt dabei geholfen, ihre Ehre wiederherzustellen. Ich werde dafür sorgen, dass sie sicher in Lorenzia ankommen. Normale Quest beendet. So, begib dich auf die Spur der Mission, begib dich in die Scharlachhügel. Können wir uns da jetzt so hinporten? Nein. Wir müssen wahrscheinlich nach Ordor, würde ich mal warten. Da können wir auch eben die Taschen leer machen. Begib dich in die Stadt, die du als letztes besucht hast, Kimian. Nee, Ordor gefällt mir besser. So, geh zu dem NPC Dukan Order um den Tagesauftragslager. Was? Ruckel, ruckel. Hier ist wieder die Tante, weil ich die nichts für uns hat. Was sagt denn die Karte? Was haben wir hier? Quest Kopfhelgejäger, soweit sind wir noch nicht. Luris Hilfegesuch, soweit sind wir noch nicht. Dann gehen wir eben zum Rüssi-Händler, machen wir verkaufen, zerlegen, reparieren. Jo. Erstmal laden. Take a look. Alles reparieren. So, dann wollen wir verkaufen. Wir verkaufen den ganzen grauen Kram. Und grüner, blauer Kram wird entzaubert. Ja. So, vielen Dank. Und jetzt wollen wir zerlegen. Hallo? Vielen Dank. Was verkaufen wir für Rüstung? Come in and take a look.
Grauer Kram, okay. Ich dachte gerade schon. Sortieren haben wir. Dann können wir das jetzt aufs Lager packen. Also warte, wir können noch. Können wir. Level 30. Heldenhaft Material. Material. Tü. Lagerverwalter. Well, I'm telling you, your assets are safe with me. Material. Angriffsgeschwindigkeit, verzaubertes Gebräu. Hausartikel. Verbrauchsartikel, Verbrauchsartikel. Ich muss auch dran denken, wir haben noch den Platinum-Service, ne? Den haben wir noch nicht benutzt. Ich hoffe, den kann man noch benutzen. Uniform, Ticket für 3 Tage Platin-Service. Der gibt uns ja einen XP-Boost, aber den wollte ich, wie gesagt, für die Seelenlevel ja damals aufbewahren. Habe ich auch fleißig gemacht. Ich hoffe, der Schuss geht nicht nach hinten los. Was haben wir denn jetzt hier noch? Tagesauftragshändler. Händler vom endlosen Turm. Bei dem würde ich gerne mal eben vorbeischauen. Auf in die Scharlachhügel. Graf Messia. Sei gegrüßt. Hat er jetzt eine Quest für uns hier? Nein! Ja, so bestimmt nicht. Nö. Eine Kiste, die Set-Ausrüstung enthält. Rechtsklick zum Öffnen. Trophäenmünze. Ich denke mal, es startet damit Level 60, ne? Ich denke, das startet mit Level 60. So, okay, wir wollen natürlich weitermachen. Gucken, dass wir vorankommen. Du hast aber hübsche Flügel. Du auch. Wir müssen zum Hafen. Bitte. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch auf Anhieb finden. So, gute Frau. Gute Frage. Gehen wir mal nach Hietenberg. Du kannst große Mengen Zauberjuwelen im Rift und in der verzerrten Juwelenmine finden. Ja, das wissen wir schon. Wie komme ich denn da jetzt hin? Nehmen wir Kreigerruinen aus. Ja komm, machen wir mal. Letztes Questgebiet. Der muss uns ja irgendwie lotsen. Und er sagt, Scharlach, ach da, okay. Reiseturm, Hauptquartier der Devias-Armee. Hopp, hopp, hopp. Jo. Nächstes Questgebiet. Mal gespannt. So. Schubsala. The
These bears seem to be frozen, yet they still move. Ja, einer bewegt sich. Protect whatever they're up to in Sandring Heights. Töte gefrorene Bären und kleine Bären. Okay, kommt mal alle mit hier. Quest. Die nehmen wir natürlich dankend gerne mit. Da lesen wir nicht vor, wie gehabt. Die nehmen wir nur an. So. Aber noch ein paar. Oh, hier schön. Vier Stück. Jetzt brauchen wir nur noch. So hat er den auch nicht gezählt. Aber wir wieder irgendeinen Kack looten müssen. Nein, ist alles gut. Ein Glücksdrachi. Den Glückswürfel, den kein Schwein braucht. Warum hatten wir auch noch eine Quest? Wir machen jetzt erstmal das mit dem Bärchen hier. So, mein Freund. Das ist immer noch fertig. Da haben wir noch einen. Level up. 10 Level up. Ist das Lager? Wo sollen wir hin? Unter so. Wo sollen wir hin? Kyle! Hey, es ist schon lange her. Wer hätte gedacht, dass wir uns wiedersehen würden? Ihr seid der Medianer, der die Drachen in der Eisebene untersucht hat, nicht wahr? Ihr seid ein Silberspatz, richtig? Ein Silberspatz? Nein, ein Silbersperber. Wir sind Silbersperber. Gut, dann halt Silbersperber. Also, was tut ihr hier? Ist es zu gefährlich für zivile Forscher wie euch? Die dunkle Mission könnte sich in diesem Gebiet aufhalten. Im Dreijährigen Krieg wurden in den Scharlachhügeln schwere Kämpfe ausgetragen. Die Erde ist immer noch rot von dem Blut der Soldaten, die hier gefallen sind. Wollt ihr damit sagen, dass ihr hier seid, um Blutflecken aufzuwischen? Ihr seid schon etwas ungeduldig, nicht wahr, mein Freund? Ich bin hier, um Gerüchte zu untersuchen, da dieses Blut die Kreaturen hier besonders wild macht. Ich habe ein Pentakel errichtet, um das Blut zu entfernen, und diese verfluchten Lichs haben es ruiniert. Die Lichs sind Zauberer, die in dieser Gegend leben und die Tierwelt kontrollieren, und ich weiß nicht, warum sie sich uns in den Weg stellen. Könntet ihr vielleicht mein Pentakel wieder richten? This land is soaked in the blood of soldiers who fell during the 3 years war. And now that blood is causing those who live here to mutate. 200 years ago, a bloody war was fought between Pandemonium and this realm. And the battlefield is still soaked in blood. Okay. Gut, bevor ich jetzt die anderen, wir sind nämlich schon bei 19 Minuten, dann machen wir das in der nächsten Folge. Was wir allerdings machen, wir gucken mal in den ominösen Drachen-Glückswürfel. Ein Material, um eine Gilde zu gründen. Ja, super. Danke. Danke, danke. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.